Und dann war die vorher in ihrem Frauenbaumarkt. Wie heißt er? Douglas? Und hat ihr Lieblingsparfüm drauf, Pröbchen. Ich sag, boah. Was hast du denn drauf? Blitzkrieche oder was? Sagst du, nein, das ist Bergsee. Ich sag, der See ist lange umgekippt. Ah, die beiden passen ganz gut zusammen. Er ist ein Typ. Ein Vollpfosten. Der hat mal beim Kniffeln die Chance gestrichen. Der ist mal den Jakobsweg gewandert und hat sich gewundert, dass es keinen Kaffee gibt. Weißt du? Den haben sie als Baby in eine Babyklappe gelegt, allerdings von innen. Weißt du? Ein Stöpselkind. Kennt ihr sowas? Der musste früher als Kleinkind in der Badewanne immer am Stöpsel sitzen. Ich meine, mussten ja viele von uns, aber war ein Einzelkind. Ne? Der hat so schwer einen am Helm. Da hat er zu Hause renoviert, hat er keinen Bock mehr gehabt, hat er bei uns im Tierheim angerufen, ob die so eine Alpina-Katze haben. Der ist bei uns auf dem Arbeitsamt und sagt er, wenn ich hier kein Geld kriege, dann gehe ich zum anderen Arbeitsamt. Sagt er, Markus, ich habe eine Marktlücke entdeckt. Ja, und da steht jetzt mit seinem Stand, ne? Der hatte mal eine Ich-AG. Brennholzverleih oder irgendwie sowas. Und da hat er gekündigt wegen Mobbing. Der hatte damals eine durchsichtige Brotdose, damit er sieht, ob er zur Arbeit geht oder von der Arbeit kommt, weißt du. Das ist ein Typ immer. Der hat so einen Abreißkalender zu Hause, da steht auf jedem Blatt, heute ist nicht dein Tag. So, der einzige in Duisburg, der beim Kettenkarussell mal jemand überholt hat. Aber ist auch der einzige, der sich beim Online-Poker hier Asse versteckt im Ärmel. Weißt du, das? Der hat bei der Formel 1 mal 20 Euro auf der Safety Car gesetzt. Also kannst du... Bei dem läuft auch alles schief. Der hat mal eine Computertomographie gemacht, da fuhr der in die Röhre rein, direkt wieder raus. Stand auf dem Bildschirm, bitte Flaschenboden zuerst.